Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um ein Haul und zwar war ich wieder einige Tage bei meiner Schwester und habe dort übernachtet und habe dort so ein bisschen Urlaub gemacht und wir waren dann auch an einem Tag einkaufen und zwar waren wir unter anderem auch in Budni und wir waren in Budni in La, falls das euch was sagt. Von meiner Schwester aus fährt man da gute 40, 45 Minuten und wir waren dort eben auch in La noch so shoppen, Kleidung und so weiter. Und ich wollte unbedingt nochmal in den Budni, denn ich hatte einige Produkte, wo ich mir nachkaufen wollte. Und ich dachte, wenn ich dann schon in der Nähe bin, kann ich auch direkt in den Budni. Das haben wir dann auch gemacht. Und was ich mir dort gekauft habe, möchte ich euch ganz gerne zeigen. Und ich würde einfach sagen, ich starte direkt durch. Und zwar starte ich mit unspektakulären Produkten. Und zwar habe ich mir zu einem von Budni das Feuchttoilettenpapier nachgekauft. Deluxe Mandelmilch mit Mandelmilchextrakt. Und ja, das sind extra weiche Tücher, die hatte ich jetzt aufgebraucht und ich mochte die gerne. Und ich dachte dann einfach, okay, nimmst sie mit. Ja, eine Packung habe ich das einfach mitgenommen. Sind zu vergleichen mit denen von DM und denen von Müller und Rossmann. Aber ich dachte, wenn ich schon mal in Budni bin, dann nehme ich einfach die Tücher nochmal mit. Wie gesagt, ich fand sie halt nicht schlecht. Dann hat Budni jetzt bei den Duschgelen und bei den Seifen neue Verpackungen und auch neue Duftrichtungen rausgebracht. Und da hat mich sehr angesprochen von Budni Care, Limette, Buttermilch, Cremeseife, erfrischend zitroniger Duft, sanfte Pflegeformel und ja, das ist jetzt einmal die Seife hier, 500 ml, so eine sehr, sehr große Größe. Und ich habe die Schaumseife sehr, sehr gut vertragen von Budni und deswegen dachte ich mir, okay, dann kannst du dir auch nochmal eine kaufen. Ja, und die riecht halt einfach sehr, sehr gut, wirklich sehr, sehr schön und sehr intensiv. Ich bin gespannt, wie sie ist. Ich habe noch einige andere Seifen da. Aber ja, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die ist. Dann habe ich mir ein Shampoo bei Budni mitgenommen. Und zwar von der Eigenmarke Budni Care. Frucht- und Vitamin-Shampoo mit ja, Provitamin B5 ohne Silikone für normales und leicht trockenes Haar. Das ist so eine riesige Flasche. Ich glaube 500 ml sogar sind hier drin. Also 500 ml ist eine sehr, sehr große Größe. Und ich dachte halt so eine für meine Langhaarmädchen-Haarkur, die ich ja noch da habe. Und halt auch für meine Einmalhaarkuren und auch für die Haarkur, die ich mir jetzt gekauft habe, noch in Budni. Denn ich wollte einfach so ein klassisches, normales, reinigendes Shampoo, nichts Spezielles. Und ich habe mir zu einem von L'Oreal eins gekauft, das seht ihr in meinem kommenden DM-Haul. Und eben auch hier das von Budni, um einfach mal zu gucken, ja, wie die sind. Und Frucht und Vitamin hat sich sehr gut angehört, das riecht auch sehr gut. Hier ist abgebildete Papaya, Ananas und Kiwi. Also es riecht sehr, sehr schön und da bin ich auf jeden Fall auch ultra gespannt drauf. Preise findet ihr wie immer in der Infobox. Dann habe ich mir eben von der Eigenmarke Budni Care noch die Aufbau- und Feuchtigkeit-Intensivkur mitgenommen. Da hatte ich ein kleines Sachet mir gekauft im Januar, als ich das erste Mal in Budni war. Den Haul kann ich euch auch mal verlinken. Und die fand ich jetzt sehr, sehr gut. Die habe ich nämlich getestet gehabt und deswegen durfte hier die Haarkur mit. Ohne Silikone, trockenes, strapaziertes Haar. Riecht recht neutral, einfach sehr frisch und sauber, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen vom Duft her und deswegen habe ich die mir eben jetzt in groß mitgenommen. Dann waren wir auch noch in einem Euroshop, das schiebe ich jetzt schnell zwischen rein und dort habe ich mir ja nur gekauft von Schwarzkopf Glisskur, SOS Intensivkur, prachtvolle Kräftigung für kraftloses und geschwächtes Haar. Das habe ich mir eben gekauft, weil es für 30 Cent reduziert war in meinem Euroshop, meine Schwester wollte da eben rein. Um eben für ihre Tochter Sticker zu kaufen, da gibt es sehr günstige Sticker. Und ich habe dann diese Haarkuren entdeckt, eben so im Sale-Korb und habe dann mir die beiden mitgenommen. Ja, dann Masken. Da kommen wir dann eben wieder zu Budni. Und zwar gab es bei Budni von Nivea Essentials 1-Minute Urban Detox Maske. Das ist hier die klärende, sanfter Peeling-Effekt mit weißer Tonerde, 75 ml. Und vielleicht könnt ihr das schon sehen, da oben steht drauf 2,50 Euro. Das war auch reduziert in einem Reduziertkörbchen bei Budni. Und ich hatte die mal in einem Trash-Paket und fand die wirklich, wirklich gut. Hatte ich ja erst vor ein paar Monaten aufgebraucht. Und die geht halt super schnell. Also eine Minute ist wirklich recht schnell vorbei, während man die Handtücher richtet zum Duschen und eventuell noch die Sachen richtet, die man verwenden möchte. Ist das schon fertig eingewirkt, dann kann man es abwaschen und gut ist. Finde ich wirklich, wirklich gut. Und für 2,50 € dachte ich mir, nehme ich die mit. Ich glaube, original waren die um die 5-6 €, wenn ich mich nicht irre. Dann auch einmal reduziert von Garnier Skin Active Vitamin C Shot Fresh Mix Tuchmaske. Das ist jetzt eben die mit ja, Vitamin C. Es gibt ja auch noch die blaue mit Hyaluron. Die war eben auch stark reduziert auf 1 € bei Budni und ich mochte die ja super, super gerne. Ich glaube, ich habe da noch eine davon da, mit der hier jetzt wieder 2. Und ja, ich war kurz davor, mir mehr mitzunehmen, dachte dann aber, nee, stopp, du hast noch so viel Tuchmasken, bewendest erstmal die auf. Und wenn du da nochmal in Budni kommst und die gibt es eventuell noch, dann kannst du sie dir nochmal mitnehmen.
Und dann einmal von Butnicare Totes Meer Reinigungsmaske, Anti-Hautglanz, Porentiefe Reinigung mit Salz aus dem Toten Meer, klärt das Hautbild für unreine Haut und Mischhaut. Das ist eine Maske, hätte ich nicht gedacht, aber ich fand die wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, die hatte ich mal in einem Trash-Paket gehabt von der Tabea und habe sie eben aufgebraucht und fand sie, wie gesagt, gut und habe sie mir jetzt nachgekauft. Und die kosten 40 Cent, also pro Anwendung 20 Cent. Und ich mochte die wirklich gern und dachte mir, okay, nimmst du die noch einmal mit, weil ja, ich halt selten in Butni komme. Dann hatte ich das letzte Mal, also im Januar, schon nach Lippenpflegen geschaut. Da hat mich aber nichts wirklich angesprochen bei Butni. Aber dieses Mal war hier eine Sorte, die mich sehr angesprochen hat. Und zwar von Butnicare Exotic Coco, sanfte Lippenpflege mit dem Duft nach Kokosnuss für geschmeidig zarte Lippen. Die haben hier alles auch umgestellt auf mikroplastikfrei. Und fand ich halt super interessant hier die Lippenpflege. Ist halt einfach eine ungefärbte, normal weiße Lippenpflege ohne irgendwie Schimmer oder sowas drin. Also wirklich eine sehr, sehr gute Lippenpflege, hoffe ich. Ja, riecht halt einfach nach Kokos und ich habe tatsächlich recht viel aufgebraucht. Deswegen dachte ich mir, okay, dann nimmst du die mal mit und probierst sie mal aus. Dann stand ich vor den Handcremes und habe mir einmal von Alviana Naturkosmetik die Handcreme intensiv gekauft. Mit Bio-Arganöl, die hatte ich, glaube ich, mal in unserem ersten Tischpaket, also mit der lieben Lena. Und ja, da habe ich die mir, glaube ich, oder hat sie mir sie mir reingepackt gehabt und ich mochte die, glaube ich, sehr gern. Und als ich die gesehen habe, dachte ich mir, okay, nimmst du die nochmal mit. Ich mag den Duft sehr, sehr gerne. Und ich glaube auch, wie gesagt, die Pflegewirkung war ganz schön. Und deswegen habe ich sie jetzt einfach nochmal mitgenommen, weil es Alviana auch bei mir nicht überall gibt. Und dann habe ich mir eine Handcreme nachgekauft. Falls ihr mich schon länger verfolgt und falls ihr meine Aufgebrauchvideos regelmäßig schaut, wisst ihr auch Produkte, die ich mir nachkaufen wollte bei Butni. Und diese Handcreme hier hat auf jeden Fall dazugehört. Von Aliqua Hand- und Nagelbalsam, Acaibeere und Mandelöl für Haut und Nägel. Die mochte ich super, super gern, sowohl vom Duft her als auch von der Wirkung her. Und deswegen durfte die einmal wieder mit. Die war auch nicht so teuer. Und Aliqua ist, wie gesagt, Naturkosmetik. Eben auch die Eigenmarke von Butni. Und ich mag das wirklich gern. Ja, riecht ultra gut. Intensiver Pflegeeffekt, ist wie gesagt vegan mit Mandelöl und so weiter und die mochte ich wirklich, wirklich gerne. Und dann gab es eben bei Butni, wie gesagt, neue Duschprodukte, neue Verpackungen und auch neue Duftrichtungen und da durfte ein bisschen was mit. Und zwar zu einem von Butnicare, die Duschcreme Vanille und Kokos mit dem Duft nach Kokos und Vanille, wie der Name schon sagt und ist eben mit Vanilleextrakt mit Hydro-Balance-Formel. Hat mich super, super angesprochen. Ich liebe ja Kokos, ich liebe Vanille. Ich finde es oft schwer in so Kombinationen, Vanille und Kokos. Aber das hat mir echt gut gefallen. Ich konnte zwar durch meine Maske nicht so viel riechen, aber habe ich mir trotzdem mitgenommen. Und einmal, das hatte ich in einem Video gesehen. Ich weiß nur nicht mehr von wem, ich bin mir da nicht mehr sicher. Und zwar von Butnicare das Duschgel Kirschblüte mit dem Duft nach Kirschblüten, also ist mit floralem Duft und Kirschblütenextrakt. Das hat mich auch super, super angesprochen. Und es riecht halt wirklich einfach sehr floral. Floral und frisch. Das hat mir sehr gut gefallen, deswegen ja, durfte das mit. Floral ist nicht immer so meins, aber das, wie gesagt, fand ich sehr ansprechend. Und einmal, ich glaube, das ist auch mehr oder weniger limitiert von Butnicare, Rote Beeren und Ingwer hier. Das Duschgel mit Beeren- und Ingwer-Duft, das hat mich sehr interessiert. Das hatte ich auch schon auf einem Bild gesehen auf Instagram, dass es jetzt was Neues gibt bei Butni. Und deswegen ja, wollte ich eben auch mitunter in Butni gehen. Und das riecht halt unglaublich schön. Ja, sehr fruchtig, intensiv, aber halt auch so ein bisschen frisch. Und ich mag ja so Beerendüfte ultra gern und ja, durfte mit. Ist nicht ultra teuer gewesen, deswegen durfte das mit. Dann schiebe ich nochmal schnell zwei Produkte ein, und zwar zwei Produkte aus Edeka. Und zwar habe ich endlich mal entdeckt, weil das gab es für uns nie, von Fa. Juice Up Your Day, einmal Very Berry Duschgel mit Beeren- und Grapefruit-Duft. Super, super schönes Design. Und da gab es, glaube ich, auch noch eine dritte Variante, ich glaube, was Grünes. Das war dann Peeling, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall einmal das. Und einmal das Melon Mambo Duschgel mit Melonen-Minzduft. Und ja, die beiden duften mit. Da weiß ich tatsächlich den Preis nicht mehr, da habe ich den Kassenzettel nicht aufbewahrt. Aber wie gesagt, die beiden einmal. Ich glaube, ja, ich glaube, ich habe die im Edeka mitgenommen. Dann Body Lotions, Körperprodukte. Und zwar von Garnier Body einmal. Die All Beauty pflegende Milch mit Ölen.
Das ist halt eine Body Lotion oder eine Bodymilch mit Argan, Macadamia, Mandel und Rosenöl für trockene Haut, fettet nicht und klebt nicht. Und ich wollte die schon länger mal ausprobieren, einfach weil die mich immer sehr angesprochen hat. Aber irgendwie dachte ich mir immer, nee, komm, die von Balea, die reicht aus. Jetzt dachte ich aber, nimmst die einfach mal mit und testest sie aus. Und die riecht auf jeden Fall so aus dem Pumpspender raus richtig, richtig gut. Und ich denke, so im Herbst, Winter wird die dann in Verwendung kommen. Und dann einmal auch wieder ein Produkt, was ich mir unbedingt nachkaufen wollte. Von Aliqua die Körperbutter Kokosnuss für samtweiche Haut. Wie gesagt, ich war im Januar das erste Mal und die hat mir sehr, sehr gut gefallen, sowohl in der kalten Jahreszeit als auch als es wärmer wurde, weil die nicht so eklig fettig auf der Haut ist. Es ist halt, wie gesagt, eine Körperbutter. Die ist auch, wie man vielleicht sehen kann, sehr dick von der Konsistenz her, aber ich fand die richtig, richtig gut. Richtig schön, natürlichen Kokosduft. Super, super, super angenehm und deswegen durfte die mit. Hier sind drin 200 ml und musste ich einfach nochmal kaufen. Und dann einmal von Butnik her noch was für die Füße. Auch das ist ein Nachkaufprodukt. Und zwar der Fußbalsam mit ja, Jojobaöl und Vitamin E. Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit für ein weiches und gepflegtes Hautgefühl. Und die fand ich tatsächlich wirklich gut. Also die hat mir vom Duft her super gut gefallen. Die war super angenehm von der Konsistenz her. Sehr dick, aber trotzdem gut einziehen und sehr pflegend. Und der Duft hat mir, wie gesagt, auch sehr gut gefallen. Und deswegen habe ich die jetzt nochmal mitgenommen. Genau. Wie ihr sehen konntet, es wurde nicht ganz so viel wie beim ersten Mal, als ich in Butnima war. Wie gesagt, das Video kann ich euch gerne mal verlinken. Aber es ist trotzdem genug geworden. Wie gesagt, die Preise stehen immer in der Infobox, genauso wie der Gesamtwert von den Produkten. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Ich wünsche euch natürlich auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.